Allow me to break the ice. My name is Freeze. Schon gut. Sie sind sicher. Hast du ein Glück. Ich hätte dich damit umbringen können. Glauben Sie mir, wenn jemand mit einem Eisenrohr auf mich losgeht, bekommt er nicht die Gelegenheit, sich zu entschuldigen. Was ist geschehen? Ich habe getan, was du gesagt hast. Ich habe mich versteckt und... Richtig mieser Trash, Fist of a North Star. Ja. Ah. Was das sein könnte. Klingt, als würde Joker versuchen, mich mit Minen zu stoppen. Also wenn du den Film wirklich dir alleine anguckst, ist er halt richtig scheiße. Aber wenn du das mit ein, zwei Leuten dir reinziehst, ey, hast du dort die Gaudi deines Lebens bei dem Film. Dann noch eine Kanne aufmachen und dann let's go. Das ist wie bei den Resident Evil Filmen mit hier von Anderson, sag ich mal so. Oh, also alleine sind die halt echt richtig krampfig, aber ich weiß gar nicht, Anfang des Jahres, den zweiten hier mit Nemesis, mit ein paar Kumpels geguckt. Oh, schön, ey, mit Bier, ey. Das macht den Film, weiß nicht, das ist dann wirklich so ein Kumpels-Bier-Film. Du kannst ihn halt... Ich meine, sieh mich doch an, ich bin heiß. Was ist mit Jane? Er sieht besser aus, oder? Ist ein verdammtes Wunder. Gestern sah noch beschissen aus und heute? Der echte Joker ist zurück. Gott sei Dank, Mann. Ich meine, wer bitte schön will Harley als Boss? Jetzt mal unter uns, die ist doch noch irrer als er. Oh, Mr. J, bitte tu mir noch mehr weh. Okay, mein Schatz. Kümmer du dich doch schon mal um Batman, während ich meine tollkühne Fluchtlade... Warte mal. Ihr solltet hoffen, dass ihr das nicht gehört habt. Genug von dem Mist. Seht zu, dass ihr die Minen legt. Ach so, ne Scheiße, geht die Treppe nach oben, ne? Diesmal nehmen wir uns aber alle ganz voll vor, Batman aufzuhalten. Ja? Okay. Batman wird auf keinen Fall entkommen. Joker will ihn, ich finde ihn. Kann ich die Minen vielleicht... Niemand ist so blöd, sich mit uns anzulegen. Nee, normal kann ich nicht unterbrechen. Ich hätte ja gerne irgendwie... dass ich die erstmal mit den ferngesteuerten Batarangs, dass ich die in die runtere Position reinschmeiße. Schaltet uns einer aus. Das mag ich halt. Wir könnten aber... Ich könnte ja mal schauen, ob ich die irgendwie vielleicht ein bisschen wegsprengen könnte, ne? Wie läuft denn der? Der läuft so. Ihr seid für mich wie eine Familie. Das könnte klappen. Joker sitzt in seinem Gesicht. Tschüss. Bier macht alles geil, ja. Fast. Wer schreit da? Was? Oh, Alter. Er ist weg, ich hab ihn verloren. Wir müssen ihn finden, sofort. Ich sichere die Tür. Aber es... Also es gab... Ich weiß gar nicht, welchen Film ich mir mal reingezogen hab. Den fand ich sogar besoffen scheiße. Das war halt auch richtig... Das war auch richtig anders als... Na gut, haben wir wenigstens einen weggenommen. Einer ist weg. Zu viel Schiss, um dich zu zeigen? Ich drifte mal fix ins Edeka. Bis denn gleich. Jo! Hier, da oben ist jemand. Was machst du da oben? Hilfe, schneidet mich los! Hä? Ich bin mir sicher, dass es von da kam. Zum Scheiße. Bist du? Na, komm her, mein Kleiner. Jawohl. Und tschüss, weg ist er. Mir. Verschwinde!
Wesen, funktioniert das, wenn ich jetzt den ferngesteuerten Batarang hier werfe? Und den so mit runterwerfe, das war natürlich geil. Nee, das ist der Winkel zu steil. Scheiße. Stopp! Stopp es! Haltet es mir vom Leib! Oder ich mach diesen. So, wo ist der Typ? Hier. Fuck, das ist das Geländer dazwischen. Scheiße. Ach, ärgerlich. Stopp es! Haltet es mir vom Leib! Oder? Wir üben jetzt. Jetzt wäre natürlich... Ach man, jetzt wäre die Sicht natürlich gut. Machen wir. So. Fuck ey, die laufen alle zu gut. Gehen hier mal durch. Scheiße. Na, verdammt. Ach, das hätte ich ausnutzen können. Dreck. Bitte, komm mir nicht zu nah. Na komm schon. Kacke. Sind die alle unten? Scheiße. Jetzt sind die auch nur alle zu dritt. Das ist ja doppelt. Oder ich könnte. Scheiße. Nee, scheiße, ich wollte hier ins runter. So, jetzt. Jetzt kommt, geht er natürlich auf die andere Seite. Ich krieg einen Krampf. Scheißdreck. Muss ich da verarschen. Aber jetzt ist... Warte, der ist jetzt all... Moment mal, der ist jetzt alleine. Den holen wir uns. Den holen wir uns, Freundchen. Er hat den Rauch benutzt, um abzuhauen. Scheiße. Läuft überhaupt so gerade gar nicht nach Plan. Aber ich könnte, glaube ich... Sprungangriff. Tschüss. Es bewegt sich. Es ist nach oben. Bleib wachsam. Es kann von überall herkommen. So, jetzt haben wir bloß noch einen. Aha. Komm, er ist dran. Ey, oh fuck. Das war jetzt ein bisschen blöd mit der Umgebung, aber wir haben es geschafft. Schreckliche Enttäuschung, nicht wahr? Aber sehen wir es mal positiv. Mir geht es schon besser. Protokoll 10, tritt ins. So, wo müssen wir jetzt lang? Dahin, okay.
Ja, also nach so vielen, was heißt Jahren, nach so einer großen Pause, dass da alles nichts mehr sitzt, ne? Ich meine. Ach scheiße, wir hätten den doch runterflacken können. Na gut. Dass da nicht mehr so alles sitzt, ne? Seid's mir verziehen. Sonst ist ja natürlich hier immer der Top-Content am Start. Hier kam's die Boom. Wir konnten, glaube ich, auch. Boah, wie war denn das? Unterbrecher, Waffenstörgerät. Da können wir die Waffen, glaube ich, deaktivieren. Genau, genau, genau. Wir können aber. Ich glaube, die nächste Variante wäre dann mit dem Unterbrecher, dass wir Minen oder so in die Luft jagen können. Das ist auch sehr geil. Ach ja, klar. Ich war schon wieder so auf Akku getrimmt, gleich voll verballert. Tschüss. Oh shit. Ich weiß nicht, kann ich auf die draufhämmern? Nö. Okay. Ach, Harley, was ist denn da los? Wen haben wir denn da? Was willst du, B-Man? Noch ein bisschen mit dem Finger in der Wunde bohren? Nur zu, mir egal. Ich werde dir gar nichts sagen. Ich sage dir nicht mal, dass Joker den ganzen Mist, den er Freeze abgenommen hat, im Kesselraum eingeschlossen hat. Dankeschön. Ach, das ist jetzt die Nebenmission, ja, gut. Soll der Geiz. Habt ihr diesem Protokoll 10 Mist gehört, von dem Strange ständig labert? Okay, das sind zwei Scharfschützen. War er nicht sogar derjenige, von dem wir die Knarren haben? Ah, dachte, der will, dass Joker gewinnt. Dachte ich auch. Aber wer das. Wieso ist doch dümmer als drei Iren? Wer gibt Milliarden für ein Gefängnis aus, um dann überall da drin Knarren zu verteilen? Gute Einwand. Du hast nicht gedacht. Naja, Frauen halt, ne? Hey, Joker. Vorsicht, Batman ist hier! Die gute Harley, die quatscht halt gerne. Was willst du machen? So, hier werden sich wieder Waffen geholt. Okay, nicht mit mir, mein Freund.
Hast du jetzt nicht so überlegt, ne? Also. Da gab's einmal eine mit dem Gong. Müssen wir jetzt hier hoch? Scheint so. Ich glaube, irgendwo sah man, glaube ich, dass die Harley auch vom Joker schwanger war. Irgendwie sowas. Irgendwie so leicht angeteasert hatten die das, glaube ich. Ah, hier. Fruitful Endeavor. Bäh. Gruselig. Gruselig, der Gedanke, dass die ein Kind haben. Blond. Na gut. Ist so das allgemeine Klischee, aber ja. Hat wohl oder übel nichts mit der Haarfarbe zu tun. Für Alter. Wo ist es? Der wandelnde Tod. Ein Mann, ein Wort, eine Frau, ein Wörterbuch. So gefühlt, ja. Es schadet nie, bitte zu sagen. Ich meine, wenn du so dringend geheilt werden willst, dann sag doch was. Ich muss dir wohl etwas Respekt beibringen. Du kannst mir gar nichts beibringen, Joker. Oh, komm schon. Im Leben lernen. Ich freue mich dann, wenn wir Arkham Knight spielen. Ich. Das geht dann, glaube ich, auf Englisch. Es gibt Haue. Da habe ich dann auch Bock drauf. Im englischen O-Tone. Na komm. Bitte aufhören. Nee, nur Klischee. Ich kann nicht mehr. Hast gewonnen, hast mich besiegt. Sekunde, sagte ich mich? Ich meinte mich und diese Jungs. Na endlich. Als ob der Joker fair spielt, ne? Sei mal doch mal ehrlich. Ich weiß ja nicht, wie das aussieht. Ich habe in letzter Zeit viele Nachrichten bekommen. Oh shit. Viele mögen so diese ganzen Streams mit hier Until Dawn und Little Hope. Until Dawn und Little Hope. Little Hope und Dingenskirchen. Wie ist denn die andere Scheiße? Man of Medan. Also Detroit Become Human ist bei mir noch instant noch drin, weil das auf das Game habe ich halt auch richtig Bock. Ich habe noch Until Dawn. Ich habe noch Until Dawn im Repertoire, sage ich mal. Ist jetzt so ein Spiel, was mir jetzt nicht unbedingt gefällt, aber habt ihr da Bock drauf, dass ich das auch streame oder so? Da würde ich das mal mit in die Liste mit reinsetzen. Ich werde dich begraben. Oh, Batman, das wird lang. Feuer in die Sache. Ach du Scheiße. Ich werde dich aufhalten. Jetzt ist es langsam mir ein bisschen zu viel. Das war's gleich gewesen. Naja. Da habe ich ein bisschen den Überblick Batman verloren. Du siehst gar nicht gut aus. Deshalb zocke ich Rage 2 in Englisch. In der deutschen Synchro hat der weibliche Ranger die Stimme von Bart Simpson. Fetzt doch. Na, macht nicht. Da ist der. Wird Bart Simpson nicht eigentlich auch von einer Frau gesprochen? Weiß ich gar nicht mehr. Du bist tot, Batman. Ja, ich sag mal so, mir ist es also. Synchromäßig ist mir eigentlich recht boogie.
Weil die Synchro hier in den Arkham-Spielen, die ist halt recht... Boah, ey, fuck you. Die ist halt richtig geil. Aber ich hatte halt Arkham Knight, habe ich halt noch nie in Englisch gespielt. Und ich meine, ja... Keine Sorge, Batman. Der ist so gut wie harmlos. Kapiert? Weil für die Spiele, also für die alten Spiele, müsste ich extra die Systemsprache umstellen, aber ich habe da groß jetzt nicht so den Bock drauf. Du stirbst hier, kleine Fledermaus. Fuck, jetzt mal gecornert. Das ist natürlich nicht so geil. Fuck you. Hab ich ja gerade eine Waffe gehört? Scheiße. Scheiße. Arkham City wird in Flammen aufgehen. Kacke, kacke, kacke. Scheiße. Ja, Bart wird von der Frau gesprochen. Ich hab dann in Rage immer Bart vorm inneren Auge. Ja. Wenn du nur wüsstest, was ich vorhabe. Ja, warum nicht streamen, wozu du Lust hast? Naja, ich sag mal so, wenn der Zuspruch dazu da ist. Ja, mir hat mal einer gesagt, dass bei Walking Dead, die Stimme vom Rick Grimes die gleiche ist wie bei Alan Harper aus Two and a Half Men, und ja, deswegen kann ich auch Walking Dead, ich kann das halt nur mal auf Deutsch gucken, weil ich dann jedes Mal den Alan Harper als Rick Grimes davor sehe. Das ist halt dann echt so, ah, scheiße. So, jetzt mal ein bisschen konzentrieren hier. Erinnerst du dich an Mr. Abramovich? Keine Sorge, Batman. Der ist so gut wie harmlos. Ich werde dich kapieren. Und die erkennt dich nicht wieder, wenn wir mit dir fertig sind. Scheiße. Was wird wehtun? Versprochen, Batman. Ich werde dich begraben. Du stirbst hier, deine Fledermaus. Oh, Batman, das wird langweilig. Vielleicht bringt er das noch in deinen Körper. Dreck. Das wird sehr wehtun, Batman. Ja, komm schon. Du wirst hier sterben, Missgeburt. Scheiße. Du
Dreck. Ach, mein Frack. Ich werde deine Eisenbahn im ganzen Raum verstreuen. Scheiße. Alan Harper, Fischauge aus Hotshots. Ja, genau. Und versuchen mich aufzuhalten? Ey, das kannst du jetzt hier nicht sein. Wiederholen. Jetzt, geil, let's go. Das ist Abramowitsch. Da. Jawohl! Ich werde dich begraben. Komm schon. Mann, Fresse, was ist denn jetzt? Jawohl! Yes! So, wo ist der Joker? Das war mal ein Zwischenkampf. Das hat Spaß gemacht. Ganz nach meinem Geschmack. Zuständig. Talia, was soll das? Ich repräsentiere den großen Ra's al Ghul.
Kopf des Dämons und Herr über die League of Assassins. Tja, wie schön für dich. Und Markus, was geht bei dir so das Wochenende? Hast du irgendwas Besonderes geplant? Irgendwelche, ich würde schon sagen, außerschulische Aktivitäten? Geht's irgendwie auf den Konzi oder so? War letztens bei, was ist letztens, war Dienstag bei Panzer, Faust und UADA gewesen. Schöner Black Metal aus den Staaten, das hat richtig Spaß gemacht. Nein! Ach, halt's Maul! Ja! Au. Nach dir, Teuerste. Wir gaben dir diese Chance, Batman. Jetzt folge deinem Herzen. Muss die denn immer so mit dem Arsch wackeln? Meine Fresse. Ach, Scheißdreck. Wie ich bereits sagte, das gab's ja auch noch. Nicht meine Schuld. Du weißt es, ich weiß es. Du hättest sie gießen sollen. Du hast gesagt, du würdest sie gießen. Jetzt ist nur noch eine übrig und Strange hat sie in seinem Tresorraum eingeschlossen. Also wenn das so ist, wie wär's mit einem Geschäft? Ich muss in den Tresorraum und ich glaube, du könntest mir dabei helfen. Wenn du mir hilfst reinzukommen, hole ich deine Pflanze. Nö, nix großartiges zocken, Streams gucken, naja. Ich sollte dich töten. Ist auch ein angenehmes Wochenende. Gut. Kein Kuss? Ich bin irgendwie enttäuscht. Raus! Sofort! So, ich würde aber erstmal ganz kurz eine kleine Pingelpause machen. Learn it well, for it's the chilling sound of your doom.